Servus, Glück auf. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. Ja, ich habe hier gerade so einen Fackeltypen gesehen. Quatscht uns auch schon einer zu hier oben drauf. Naja, wir werden sehen, ob er uns abballert. Ja, relativ wenig, ne? Boah, ich weiß ja auch keine Ahnung, wo ich hier gerade bin, Alter. Voll weg von meiner Home-Plattform. Naja, dafür, dass wir einen Korb haben und direkt einsnacken können, haben wir echt wenig gesammelt jetzt hier. Aber es ist halt echt scheiße gespawnt irgendwie. Ja, jetzt spawnt es nochmal ganz gut hier, aber... Naja, gut. Besser wie nix. Summer. Naja, 35. Lol. Wo wir keinen Korb hatten, haben wir auch 30 gehabt. Eieieiei. Naja, egal. Wir können drei Dinge aufmachen oder wir lassen was. Aber was soll man es liegen lassen? Bringt ja auch nichts. Aber wir können es natürlich liegen lassen und sammeln. Wir können bestimmt größere Sachen herstellen, oder? Das können wir machen, ja. Bisschen was werde ich ja nur daddeln hier heute. So, dann werden wir jetzt mal eine Blechtür einsetzen, würde ich sagen. Und dann sind wir da auf dem guten Weg. Zack. So, ich kann das ja auf jeden Fall aufwerten. Ich weiß nicht, ob man die auch aufwerten kann, so wie bei dem anderen. Deswegen lasse ich die jetzt mal liegen. Vielleicht können wir die auch nochmal aufwerten. Okay. Zack, zack, zack. So, ein bisschen Holz konnte ich machen, ne? Das ist nicht das Problemchen. Ja, das sind meine Foundations, die ich da hingestellt hatte. Und dann machen wir mal Blechstühlchen. Was machen wir denn mal Schönes? Komm, machen wir hier zum Halloween-Event. So, was habe ich denn da gerade gesehen? Was ist das denn? Frankenstein-Tisch. Lege Kopf, Rumpf und Beine eines Monsters in den Tisch, um Frankensteins Monster zu beschwören. Ah, okay. So, aber dann steht ja jetzt die Butze. Dann können wir jetzt ja echt loslegen. Und nach außen. Obwohl, wenn wir gleich zum Hafen gehen. Ja, aber was soll man das schreddern? So, Spaß. Oh, einfach weg, den Mist. Hau einfach weg, den Mist. So, jetzt sollte es ein klein bisschen besser laufen. Ich hoffe, es waren in den ersten Folgen keine Ruckler. Ich habe auch gesehen, meine Cam war verschoben und so eine Scheiße alles. Ja, ist halt Aufnahmequalität wie, wie Rust-Qualität. Nach so langer Zeit. Okay, perfekt. Gut, Grafikqualität lag auch ein bisschen an der Tür, ne? Ihr seht, die sieht super aus. Also alles gut. Das ist alles. Okay. So, was haben wir jetzt vor? Wir haben 10 Scrap Attack. Eine Mission, keine Mission. Ja, idealerweise wäre ein bisschen Scrap gut. Werkbank, Armbrust. Nee, Gun. Jo.
Frage ist, gehen wir zum Hafen oder gehen wir irgendwie Street ein bisschen? Dann ich mische einfach hier mal rüber. Wir gehen einfach hier mal so ein bisschen Street und Bergbau Außenposten zum Hafen dann. Ich würde fast behaupten, da werden wir auf jeden Fall auf Gegner treffen. Aber das ist, gehört ja dazu, ne? Soll ja so sein. Also meine Bow-Skills, ja, sind nicht vorhanden. Eieiei, also bisher war das ein Trauerspiel. So ehrlich bin ich ja zu mir selber, ey. Aber gut, wir gucken mal. Ach, da ist schon ein blauer, ey. Geht ja schon gut los, ey. Was hat denn hier eigentlich? Weaver. Ach komm, direkt Seile, perfekt, ey. Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich den blauen mit dem Bow versuchen soll, ey. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Eigentlich eher nicht so, ey. Was ist da oben? Oh, ist offene Tür an der Butze. Nein, gehen wir nicht rein. Das ist a trap. Oh, neugierig sind wir ja schon. Und sein Über-Scientist hier. Hier ist kein Loot oder was? Da muss doch hier einer gewesen sein erst. Zwei Fässerchen. Hier muss eine Kiste sein, eigentlich. Na, 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 na. Gehen wir jetzt oben gucken bei der Butze oder was? Geht denn das Schloss auf grün oder was? Kriegen wir halt Radiation, sonst würde ich sagen, da wären wir mal reingegangen, ey. Ich weiß nicht, was da mit dieser Butze ist. Das triggert mich hier. Dicke, oder? Da unten läuft was. Rübergelaufen.
Dann ist er denn das Zeug gelootet hat, das ist deswegen gerade verschwindet. Oh, wo ist er? Das Zufall war, dass der Loot weggeht. Na egal, wir gehen weiter Richtung Hafen. Oh nice. Irgendwie ohne Loot, ey. Boah, dort ist ewig mit dem Schwert. Junge, warum hast du den denn gemacht? Den Move. Warum hast du den Move denn gemacht? Ich bin weg. Stupid Idiot, Alter. Stupid Idiot. Ich bin relativ spät gehört. Weiß nicht, aber dann habe ich den da langstiefeln sehen, Alter. Könnte unser Nachbar sein, der sich da hingebaut hat. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber warum man so einen Move macht mit einer Double Bubble in der Hand, die leer ist, I don't know. Aber thank you. Thank you very much. Der hat gleich noch den Scrap mitgebracht zum Leeren, Alter. Aber gut. Ist gar nicht drauf geachtet, wie er hieß. Aber womit hat er uns denn gegeben, ey? Was hat er denn in der Hand gehabt? Eine Nahkampfwaffe. Läuft die aber uns, ey. Er war auf jeden Fall Scram, ey. Nice, danke, Junge. Du hast mir eine Menge Zeit erspart. Ah, oh, auch Stoffen. 300 Stoffen. Leute. Habe ich noch irgendwas Wichtiges dagelassen? Wir können ja auf jeden Fall nochmal hingehen. Wir können auf jeden Fall nochmal luschern gehen. Dann kommt er ja auch nochmal dahin. Ja, aber keine Ahnung, was mit dem los war. Hat keinen Bo gehabt, oder was? Weiß es nicht. Weil ich ist ja erst nackt da gespawnt und hat da Gas gegeben.
Ja, weiß ich nicht. Einmal eben. Holen wir uns hier so ein Fleischchen rein. Und dann gehen wir nochmal hin. Der müsste auch durch sein hier bald, ne? Dann gehen wir nochmal luschern. Er hat uns auf jeden Fall ein Heli gegeben auch. Aber ja, 25% Schutz, Junge. Ja, ich könnte natürlich jetzt erst noch eine Nägel machen und so, aber wir gehen einfach nochmal hin. Gehen einfach nochmal luschern. Das, wenn wir jetzt sterben, ist ja wurscht. Habe ich nochmal gesaved? Is that the Rust? Verstanden habe ich es immer noch nicht. Hat er, ich weiß nicht, womit er uns geschlagen hat, aber hat er gedacht, er kann uns mit einem Schlag umhauen, oder was? Ich weiß nicht, was der in der Hand hatte. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas liegt. Scheint er anscheinend nicht mehr, um mal wiederzukommen. Aber pff, der ist halt echt als Nackter gespawnt hier, ne? Auf eine Loot-Tour oder was? Straßentour hier. Gar nichts in der Hand gehabt, oder was? Keine Ahnung. Naja, soll uns egal sein. Am Ende des Tages. Soll uns egal sein. Er hat uns ein Double Barrel gebracht. Weil ich bei meinem Loot-Glück machen wir uns nichts vor. Er war auf jeden Fall scrabben. Aber da er nicht irgendwie einen Bogen oder so hatte. Ich hatte echt davon aus, er ist hier irgendwo gespawnt an der Straße und ist gedacht, so, hier looten wir die Street ein bisschen. Jetzt meine Vermutung. Weil die Double Barrel war auf jeden Fall gefunden. Ja, Scrap Band am Hafen. Ist mir hier zu. Oh, Krussi. Hoch. Lol, von unten durch, oder was? Ich
Ja, schade. Habe ich nicht ganz gerafft. White Rabbit, war das der vorhin? Nee, ne? Ja, komm, mach doch fertig, Alter. Ja, also. Gut, wir werden jetzt Werkbank bauen. Idiot. Bin ich denn? Wow, am Kraftwerk. Ja, pass auf, dann gucken wir hier mal kurz. Wie kommst du denn nirgendwo hoch, ey? Was ne Map, Alter. Guck mal, was hier so los ist. Wow. Was ist das denn hier? Ja, keine Ahnung. Die sind einfach zu schlecht, ey. Dachte jetzt, er schießt von unten, ey. Ich dachte, er hätte uns vielleicht nicht so gerafft. Aber er hat uns voll gerafft. Hätte da vielleicht gar nicht hochgehen sollen auf das Dach. Aber gut, alles gut. Kein Verlust für uns. Also wir haben. Pff. Wir haben. Alter, was ist das denn hier? Und das ist mir zu doof. Wir haben alles zu Hause, alles gut. Wir können uns jetzt eine Werkbank bauen. Wir können uns dann auch mal einen Crossbow machen. Wir können uns eine Nailgun machen und so weiter. Und da genau das machen wir jetzt. So. Herstellen. Habe ich so viel Metallfragmente, ey? Ja, der hätte ja auch 600 mitgebracht, ne? Ach, da brauchen wir erst die Werkbank. Okay. Ja. Mal, die stelle ich hier hin. Boah, diese Hühner gehen mir auch schon wieder auf den Bommel, ne? Das hat sich auch nicht geändert. Wir snacken das mal, das können wir da gleich reinholen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal Forschungstisch. Ah, ich überlege gerade, ob wir erstmal die Double Bevel leeren sollen. Müsste 125 sein, oder? Und ich muss das Huhn töten, das triggert mich hardcore-mäßig. Dann stelle ich erstmal einfach hier hin, ist ja wurscht. Das auch. Ich mach das. Fertig aus. Dann ist das schon mal safe, und ich muss das Hühn erst töten. Das Hühn. Ich muss das Hühn erst töten. Tuten, Taten. Das triggert mich hardcore, ey. Habe ich denn noch ein Knochenmesser zum Abbauen? Junge, du hockst genau an meiner Butze hier, oder was? Boah, die Crafting-Dauer ist halt echt pervers. Also, wenn ich irgendwie. Ja, ich muss dann echt gucken, dass ich so einen Zweifach-Server nehme. Wenigstens. Habe ich aber gesehen, gibt's halt auch solo. Hitboxen sind auch noch immer Vicky Disco, oder was?
Wir werden auf jeden Fall da gleich nochmal in die Ecke gehen, ne? Das sollte klar sein, oder? Das sollte klar sein. Das lassen wir da so nicht stehen. So, dann sind wir auf jeden Fall schon mal voll. Wo sind denn jetzt meine Knochen, Alter? Ja, ihr habt es gesehen, wir haben 3 Schüsse ausgehalten vom Crossy, ne? Also, das macht schon Sinn. Wo wollte ich gar nicht machen? Ich wollte eigentlich hier meinen tollen Knochen-Johnny machen. Ja, wie gesagt, 25 auf dem ganzen Körper. Alles gut, da ist nirgendwo Radiation. Das reicht vollkommen aus. Oh, was leckt denn meine Cam? Alter, irgendwas ist doch hier nicht richtig mit dem OBS. Boah, jetzt leckt sie nicht mehr. Mache ich das Menü auf. Fragt mich nicht, Leute. Fragt mich nicht. Versteh's nicht. Weiß nicht, was los ist mit dem OBS. Ich starte den mal neu. Ansonsten muss ich mal das andere Programm ausprobieren hier. Also das ist ja nicht normal. Also entweder spinnt Rust rum mit OBS zusammen oder was. I don't know. Also ganz, ganz wild. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ja. Wer Bock hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao.